Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ich zeige mir mal wieder gerne diesen wunderschönen Pappschuber Police Academy Film. Und zwar heute mit Teil 5, Assignment Miami Beach, oder ich glaube in Deutschland hieß er tatsächlich mal sinngerecht übersetzt Auftrag Miami Beach. Ja, wie schon am Ende von Teil 4 erwähnt, Steve Guttenberg ab jetzt nicht mehr dabei. Im Deutschen weiß ich, ist das einigen tatsächlich nicht so wirklich aufgefallen, weil man hat dafür als Ersatz sozusagen Matt McCoy genommen, der eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm hat, also wirklich ganz leicht. Und um es in Deutschland etwas verwirrender zu machen, hat er natürlich dieselbe Synchronstimme bekommen wie Steve Guttenberg, nämlich Arne Elsholz, der unter anderem ja auch Tom Hanks, Bill Murray, wen hat er noch synchronisiert? Kevin Klein, also der auch eine sehr bekannte Synchronstimme, der sich, glaube ich, die ganzen 80er hindurch nur mit solchen Komödien, also der Synchronsprecher war eigentlich jetzt, durch die Gegend geschlagen hat, bis dann halt Tom Hanks in den 90ern angefangen hat, auch dramatische Rollen zu spielen. Und dann konnte er halt auch beweisen, dass auch er das quasi kann, ne, und nicht einfach nur eine Stimme hat, die irgendwie ein bisschen witzig klingt. Sorry, ich sitze irgendwie komisch hier. So. Ja, nun ja, wie gesagt, in Deutschland anderes Gesicht, gleiche Stimme. Das hatte man ja zum Beispiel auch bei James Bond schon mal probiert. Machte sicherlich für viele Zuschauer das wesentlich einfacher, sofort sich in diese Rolle reinzudenken. Aber man muss dazu sagen, Matt McCoy spielt nicht Mahoney, sondern er spielt irgendwie den Neffen. Oh, verdammt. Jetzt geht's. So. Da ist gerade was hochgeblubbert. Spielt, glaube ich, den Neffen von Kommandant Lassard. Und ja, diesmal spielt es mal tatsächlich wieder nicht in der Akademie, sondern Kommandant Lassard soll irgendwie zum Polizisten des Jahrzehnts gewählt werden, obwohl das 1988 war, aber vielleicht beginnen ja bei Polizisten des Jahrzehnts immer im 8. Jahr. Und um diese Ehre zu bekommen, wird er halt zu einem Kongress nach Miami Beach eingeladen. Und ja, da trifft er halt auf seinen Neffen. Und dann hängen die zusammen rum und natürlich ist er sofort drin in der Gang und alle freuen sich. Es wird übrigens auch nicht in irgendeiner Weise erwähnt, also nur, falls jemand die Filme tatsächlich nicht kennt oder sie schon so lange nicht mehr gesehen hat, dass er es nicht mehr weiß. Es wird in keiner Weise erwähnt, wieso Mahoney nicht mehr dabei ist. Ne, das ist einfach, als ob er nie dabei gewesen wäre, sozusagen. Ja, und dann geht sie halt dahin zu diesem Ding und natürlich taucht, wie auch schon im vierten Teil, oh Gott, wie ist er denn jetzt nochmal, der auch im ersten Teil den Ekel-Typen gespielt hat. Lieutenant Harris, genau. Harris hieß der Mann, der ja Proctor geerbt hat. Sorry, ich muss mal ganz kurz sozusagen zu Teil 4 zurückgehen. Ne? Der tauchte im vierten Teil wieder auf, nachdem Mauser, der war nur im zweiten und dritten das Ekel, der war ab dem vierten wieder er da und übernahm aber Proctor. Und, also Harris meine ich jetzt, hat den dann übernommen. So, Proctor ist derselbe Darsteller. ja. Und die wollen da auch hin und ich weiß gar nicht, wieso die dabei sind. Ich glaube, es war das bei dem Teil, wo er auch irgendwie hofft, dass das Lassard halt quasi irgendwie zu alt ist und dann auch pensioniert wird und dann er die Polizeiakademie übernehmen kann. Ne? Er ist ja so ein völlig anderer Typ. Ne? Er will ja mal die Leitung da irgendwie von allem haben und ja. Gut, naja, dann wieder einmal, ich muss mal ganz kurz gucken, ich glaube, der war richtig kurz. Oh nee, das ist ja tatsächlich mal wieder etwas länger. Das ist ja tatsächlich mal 90 Minuten lang, Halleluja. Nach Teil 1 ist das, glaube ich, der längste. Tatsächlich. Wieder einmal passiert halt eine Stunde lang handlungstechnisch so gut wie nichts.
Oh nee, halt, oh, um Gottes Willen, ich vergesse ja alles. Hier taucht jetzt tatsächlich mal so nebenbei noch was auf, und zwar haben wir hier eine Gang, die, also ja, so ein paar Verbrecher, die natürlich auch ein IQ von Zimmertemperatur haben, die, was haben die denn geklaut? Diamanten oder einen Diamanten? Und dann kommt es am Flughafen zu einer Verwechslung. Und weil er nämlich genau dieselbe Tasche hat wie Lassard, dann kriegt der die und hat dann halt diesen Diamanten, ohne es zu wissen. Und dann wollte er natürlich von Lassard zurückhaben und entführen ihn dann. Und der Gag bei der ganzen Geschichte ist, dass halt immer bei diesem Kongress, wo sie sind, gibt es immer jedes Jahr so eine Art Demonstration für Polizeiarbeit. Und dazu wird immer eine Situation gespielt, die vorher von allen eigentlich nicht bekannt ist, sondern halt irgendwelche Leute sagen dann jetzt so, es werden alle verhaftet, die irgendwie im Rang so und so hoch sind. Und ja, jetzt denkt natürlich Lazard, ah, jetzt hier, ich werde entführt und das ist jetzt dieses Spiel dieses Jahr und meine Leute müssen mich retten. Und natürlich ist das echt, aber Lazard schnallt das natürlich nicht und gibt sogar noch Tipps, wie man noch effektiver entführen könnte. Naja, und am Ende aber, wie immer, alles geht gut. Ja, ich weiß, Spoiler, Spoiler. Und sie sind dann wieder die Helden und alles ist gut. Ja, ist schon definitiv nicht mehr so der wahre Brüller. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film, ganz kurzer Exkurs, um das Video hier wenigstens auf 3 Minuten oder so zu strecken. Ich wahrscheinlich so sogar. Ich habe den Film damals genau so gesehen, wie ich es quasi schon mal erwähnt habe, wie man es machen könnte. Und zwar war ich halt bei einem Kumpel und der hatte irgendwie das Original-Tape. Keine Ahnung. Also ein anderer Freund von mir hatte die zwar, aber ist auch egal. Jedenfalls meinte er, wir können den zusammen gucken. Und dann fiel ihm aber ein, irgendwie, erstmal hatte er ihn vorher schon gesehen. Und dann fiel ihm ein, dass er bloß 1 Stunde Zeit hat. Ne? Und der Film ging aber 1,5 Stunden. Und dann hatte er halt echt immer so vorgespult. Und ah, jetzt kommt der Gag. Zack, laufen lassen. Und dann kam witzige Szene. Ah, okay, gut. Dann hat er wieder vorgespult. Und das ging echt so. Und so haben wir den Film in 1 Stunde geschafft. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Und als ich ihn dann später mal in voller Länge gesehen habe, habe ich gemerkt, okay, ein, zwei Gags haben wir übersprungen. Aber im Großen und Ganzen habe ich tatsächlich diese Mörderhandlung mitbekommen und wusste, was ich da gesehen habe. Und es ist mir nichts abhanden gekommen. Ja, ihr seht, so geht's auch. Ja. Na gut, okay. Genug zu Teil 5. Das wäre schon wieder gewesen für heute. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ich sage ja zum deutschen Wasser. Ciao.